Dann hat es auf jeden Fall unbeliebt gemacht jetzt vor laufender Kamera. Nein, Spaß beiseite. Ja, Freunde der Technik, auf dem Mobile World Congress gibt es nicht nur Smartphones, Tablets, Connected Cars und so weiter und so fort. Nein, auch Virtual Reality ist natürlich immer noch ein Riesenthema. Und wir sind jetzt bei HTC und der Vive angekommen. Und ja, natürlich, man kann damit zocken, man kann damit aber auch ganz andere Sachen, nützliche Sachen machen. Und ein Ding davon ist Make VR. Und da sprechen wir jetzt mal mit Oliver von HTC Vive, was Make VR so ausmacht und was die Vive damit so zu tun hat. Ja, Oliver, verantwortlich für die HTC Vive in Deutschland, Österreich und der Schweiz, steht neben mir. Was macht die Vive so besonders und was macht sie auch abseits des Gamings so interessant? Ja, hallo Robert. Virtual Reality wird sämtliche Bereiche unseres täglichen Lebens verändern. Daran glauben wir sehr fest und daran arbeiten wir sehr intensiv. Um Virtual Reality wird es ein Ökosystem geben mit verschiedensten Produkten und Virtual Reality wird die Bereiche wie Lernen, wie Weiterbildung, Medizin, Schulung und nicht nur Gaming halt verändern. Und wir sehen ja gerade schon im Hintergrund, da ist ein Designer am Werk, der einfach wahnwitzige Skulpturen macht. Die sehen richtig klasse aus. Was hat es damit auf sich? Was sehen wir da hinter uns? Ja, hier zeigen wir eine neue Anwendungsmöglichkeit, wie man Virtual Reality benutzen kann. Hier zeigen wir Make VR. Make VR ist eine Softwareanwendung, die wir auf Viveport veröffentlichen werden. Und Make VR ist in diesem Monat erhältlich, voraussichtlich Ende des Monats. Mit Make VR kannst du verschiedenste Objekte kreieren, du kannst verschiedenste Dinge gestalten, du kannst Werkzeuge gestalten, mit denen du dann wiederum andere Dinge bearbeitest. Das ist eine fantastische Möglichkeit, um Objekte zu verschaffen oder zu designen und zu kreieren. Aber nicht nur das, sondern mit Make VR kannst du dann diese Produkte auch anschließend einfach ausdrucken. Und zwar bei dir zu Hause auf deinem 3D-Drucker oder zum Beispiel bei einem externen Dienstleister, wenn du zum Beispiel dann sagst, ich möchte ein gewisses Objekt in einer anderen Farbe oder einem anderen Material haben. Klingt faszinierend und natürlich der große Vorteil, das alles kann ich komplett in der 360-Grad Virtual Reality-Umgebung machen. Das heißt, ich kann sehr präzise mit den Controllern arbeiten. Das sieht super spannend aus auf jeden Fall. Ganz genau. Du kannst sehr präzise damit arbeiten. Du kannst einen Millimeterraster überlegen und sehr präzise Objekte erschaffen. Du kannst aber auch bereits vorhandene Objekte über AutoCAD-Dateien zum Beispiel in Make VR einführen. Das heißt, wenn du eine Handyhülle hast, eine Standard-Handyhülle, importierst du diesen Datensatz in Make VR und dann fängst du ihn an zu bearbeiten. Das heißt, dann kannst du deine Handyhülle gestalten, je nachdem, wie du es dir selber vorstellst. Und wir haben hier ein Beispiel, was wir gerade auf dieser Messe gestern erstellt haben. Sehr einfaches Beispiel, aber es zeigt, welche Möglichkeiten Make VR hat. Du kannst also anhand dieser Handyhülle verschiedenste Dinge kreieren. Du kannst 3D-Objekte draufsetzen oder reinsetzen. Und das ist eine fantastische Möglichkeit, sehr individuell etwas für dich selber zu gestalten. Apropos individuell, es trifft es ganz gut. Schaut euch mal ganz kurz. Hier macht der Designer von Make VR gerade das Smartphone-Case, was wir hier in der Hand haben. Das designt er hier in Windeseile. Es sieht wirklich fantastisch und beeindruckend aus. Und dann wird das ausgedruckt und dann habe ich es tatsächlich physisch in den Händen und kann es dann auf mein Handy packen. Finde ich unfassbar spannend. Jetzt natürlich noch die Frage, das muss ich fragen, was kostet denn der Spaß letztendlich, wenn ich so ein Gesamtpaket haben möchte? Das hängt davon ab, welche Ansprüche du daran hast. Die HTC Vive kostet 899 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Und mehr brauchst du dafür aus unserer Seite nicht. Du brauchst natürlich für Make VR die Software über Viveport zu kaufen. Der Preis dafür ist allerdings noch nicht bekannt gegeben, weil wir das in diesem Monat noch veröffentlichen werden. Zusätzlich benötigst du dann natürlich, wenn du es möchtest, einen 3D-Drucker. Den kannst du dir zu Hause halt hinstellen. Und da gibt es sehr unterschiedliche verschiedene Qualitätsstufen natürlich. Und auch je nachdem, wie schnell ein Objekt gedruckt werden soll. Aber du brauchst den Drucker nicht unbedingt zu Hause, sondern du kannst es auch einem externen Dienstleister geben, wo du sagst, ich möchte dann von diesem Drucker mein Objekt ausgedruckt haben. Und zwei Tage später hast du es bei dir zu Hause. Klingt super faszinierend, super spannend. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht kaufen wir gar nicht mehr unsere ganzen Smartphone-Cases beim Elektrofachmarkt um die Ecke. Nein, vielleicht drucken wir sie bald selbst aus und designen sie auch noch selbst. Unfassbar spannendes Projekt und es zeigt, dass Virtual Reality weiter auf dem Vormarsch ist und weit mehr ist als nur zocken.